Das Auto passend zur Fliege wählen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Jetzt warm anziehen. Freitag rund 65 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Die Medien sind ja auch überall. Die meisten von ihnen haben noch Satellitenschüssel, wir nicht. Wir haben Kabel. Ja, hier ist Nonsens für diese Woche und wir sind, wie es sich gehört, natürlich irgendwie mal auf ein oder zwei Partys von Gewinnern der Thüringer Landtagswahl, die es ja am vergangenen Sonntag gab. Ja, ich wollte eigentlich... Naja, und dann bin ich aber zu den Linken. Und da gucken wir uns heute mal ein bisschen um. In den nächsten 15 Minuten Eindrücke, die sie in ARD und ZDF so nicht geliefert kriegen, das sage ich. Und die drei werden wir halten! Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, die Linke wäre über 30%. Wir müssen uns jetzt von dir verabschieden. Wow. Wow. Mann, ist das ein Trauerspiel? In einigen Passagen schon. Im Großen und Ganzen bin ich nicht unzufrieden, aber wenn ich in die Wahlkreise gucke und sehe, wie sich das so langsam blau färbt, dann wird mir Hörnerangst. Und dir als alten Linken wird es da richtig Hörnerangst, schätze ich mal. Da wird mir richtig übel, ja. Bleiben auch ein paar Kollegen auf der Strecke? Ich denke ja, leider. Um wen ist es dir am meisten schad? Also zum Beispiel um solche Kollegen wie Steffen Harzer oder Thilo Kummer. Das ist schon bitter, wenn ich weiß, dass die nicht mehr im Landtag sein sollten. Das tut weh. Aber jetzt muss man auch ehrlich sagen, hier die Wahlparty bei den Linken ist heute schon die schönste. Ei, freilich, warum auch nicht? Ich meine, wir haben das beste Ergebnis. Wir sind das erste Mal als Linke in einem Bundesland stärkste Kraft. Warum sollte ich da traurig sein? Das stimmt allerdings. Ne? Allerdings steht auf der anderen Seite der Straße irgendwie der Schlipsträger mit der Hundekrawatte und freut sich auch. Das ist bitter, ja. Das ist bitter. Aber soll jeder seine Freude genießen. Was gibt es bei euch zu essen? Bei uns gibt es Burger, Pulletburg, ja, alles da. Drüben gibt es Roulade und braune Soße. Das ist bitter. Es ist ganz schön warm hier bei den Linken. Da ist viel Freudenschweiß geflossen heute Abend. Deswegen musste ich auch erstmal die Jacke ablegen. Und wie man sieht, ja, die Vertrauen der Welt so ein bisschen. Hier gibt es keine Garderobenmarken, keine Garderobenfrau. Sowas gibt es hier nicht bei den Linken. Naja, mal gucken, was es noch alles nicht gibt. Ihr seid auch bei den Linken? Ja, kann man so sagen. Also ihr seid hier, weil ihr hier arbeiten müsst oder seid ihr ideell auch? Beides. Ja. Alles klar. Was wird hier am meisten so getrunken? Ja, genau. Bier geht ganz gut und Weinschorle. Weinschorle? Rot oder weiß? Ich muss es fragen. Weißweinschorle. Gibt es irgendwelche Trinkunterschiede zum Beispiel zur AfD? Die AfD wird hier nicht bedient. Die sind leider nicht hier. Gibt es irgendwas mit knapp 30%? Gerade nicht, leider. Nicht vorbereitet, sind einfach nicht vorbereitet auf dieses Ergebnis. Aber vielen Dank. Die Linkspartei von Ministerpräsident Rathenow wird zwar stärkste Kraft, und zwar zum ersten Mal in einem Bundesland. Auch wegen starker Verluste der SPD reicht es aber nicht für die bisherige rot-rot-grüne Koalition. Das ist doch fast wie Silberhochzeit und Geburtstag auf einem Tag heute, oder? Silberhochzeit ist bei mir ein bisschen zu früh, kann ich ja noch nicht mitreden, aber ist wie Weihnachten und Ostern auf einem Tag, ja. Ich kam halt nicht auf die kirchlichen Feste. Ja, den feiere ich auch nur, weil frei ist. Hinter uns läuft gerade die Tagesschau und Jan Hofer tut sich schwer mit dem Satz, die Linkspartei wurde stärkste Kraft in Thüringen. Da war ihm fast... Ja, grandios, wir sind die stärkste... 30,6. Meine Wette läuft immer noch auf 33, das wird es nicht werden, aber es ist schön, dass wir über 30 sind. Ach, Sie haben gewettet? Ich weiß nicht mehr mit wem, aber ich habe gewettet, ja. Und Sie haben bis jetzt noch nicht gewonnen? Noch nicht, kann ja noch werden. Wenn die Briefwahlergebnisse kommen, wenn die Direktmandate kommen und so weiter. Wann wird es denn das Ergebnis geben, Ihrer Meinung nach? Tatsächlich erst, wenn alles ausgezählt wird. Dauert noch ein bisschen. Ja.
2, 3, 4 Stunden vielleicht, keine Ahnung. Aber so ein bisschen Wermutstropfen ist ja auch dabei, ne? Ja, natürlich. Ich meine, Rot und Grün waren eine hervorragende Koalition. Wir haben es gut verstanden, wir haben viel gute Politik zusammen gemacht. Aber trotzdem haben wir jetzt den Regierungsauftrag als Linke eindeutig. Bruno Ramelow soll nach dem Wähler weiter Ministerpräsident bleiben und niemand anders. Und den Auftrag müssen wir jetzt annehmen. Habt ihr einen guten Mann mit Bruno Ramelow? Wir haben einen sehr guten Mann mit Bruno Ramelow. Auch manchmal schwierig? Na, wer von uns ist das nicht? Ich bin relativ einfach gestrickt zum Beispiel. Sag ich von mir auch, aber mein Mann sagt immer, nee, es wäre nicht so. Aber ihr kommt klar, oder? Natürlich. Ich frage ihn nachher auch mal. Gut. Es gibt doch noch Geschenke, wenn man hier was gewinnt. Kriegt man doch auch ein Geschenk. Ja, welches Geschenk? Eintrittskarten für den politischen Aschermittwoch in Suhl. Na, aber dankeschön. Die meisten freuen sich da. Ja, ich bin Faschingsmuffel, aber ich würde kommen. Es ist kein Fasching. Nicht verkleiden, nicht umziehen. Ich weiß. Das ist gut. Ja. Sie sind da? Ja. Ich freue mich sehr. Gut. Das ist der Tisch vom Ramelow. Naja, da gehöre ich auch hin, nicht? Tschüss. Aber so fahren. Kipping, dass man Sie hier trifft, das ist doch mal schön. Ja, ich war jetzt öfters in Thüringen in der Vergangenheit, natürlich auch gerade noch mal im Endsport viel im Wahlkampf unterwegs. Und es war echt beeindruckend zu sehen, wie viel Zuspruch es für die Linke und für Bodo Ramelow als Person gibt. Kleines Thüringen-Quiz, wie viele Prozent von Thüringen sind bewaldet? Entschuldigung? Wie viel Prozent von Thüringen sind bewaldet? Die Prozentzahl weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die Prozent, die bewaldet sind, unglaublich schön sind und tief zur Thüringer Identität gehören. Wie heißt die Hauptstadt von Thüringen? Ach, Sie machen jetzt mit mir ein Quiz an diesem Abend in Erfurt. Und übrigens, eins muss man zur Thüringer Landeshauptstadt sagen, ich komme hier aus Dresden, der Landeshauptstadt von Sachsen. Und ich bin so neidisch auf die Zugverbindung von Erfurt. Da gibt es alle halben bis eine Stunde einen Zug nach Berlin. Innerhalb von ein und einer Dreiviertelstunde ist man in Berlin und kann auch hier abends lange feiern und danach nach Berlin fahren. Als Dresdnerin bin ich da nur baff. Nach Suhl darf man halt nicht dürfen. Das ist der kleine Unterschied. Aber das kommt ja jetzt alles, nehme ich mal an. Mensch, hätten Sie mit so einem Freudenfest heute Abend gerechnet? Ich habe ehrlich gesagt noch vor einem Jahr gesagt, also wenn wir angesichts dieser gesellschaftlichen Entwicklung jetzt so 25-26% holen, ist das super. Und dann habe ich aber, mein Wahlkampf ist ja immer so, dass ich sehr direkt mit Leuten rede, und dann habe ich wirklich gemerkt, wie die brennen für das, was hier Bodo und die Linke geleistet hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht ist das mit der 30 ja doch nicht nur im Umfragehype, sondern real. Und aber jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Ja. Haben Sie damit gerechnet vorher? Also von einem Jahr nicht. Gewünscht? Ja. Von einem Jahr nicht. Beim Kneipenwahlkampf in Weimar hatte ich schon einen leisen Verdacht, dass es auf die 30 zugeht. Man kann es, finde ich, vorher überhaupt nicht einschätzen. Deswegen haben heute alle Journalisten im Fernsehen auch große Augen bei den ersten Hochrechnungen gemacht. Glauben Sie, es bleibt über 30? Die Optimistin in mir sagt ja, aber wir haben in den letzten Jahren so oft erlebt bei Umfragen, dass selbst die Zahlen, die 18 Uhr eingeblendet wurden, dann nochmal ziemlich weit weg waren vom Endergebnis. Insofern, wir warten wirklich aufs Endergebnis. Aber was, glaube ich, auf jeden Fall sicher ist, die Linke ist die stärkste Partei in Thüringen und hat einen Regierungsauftrag. Und sie hatten Bodo Ramelow. Wie wollt ihr denn mit dem jetzt weiter umgehen? Na, Bodo nimmt jetzt den Regierungsauftrag an. Und wird dafür sorgen, dass es hier weitergeht im Sinne von Bildungsgerechtigkeit, bessere Löhne, gute Arbeit und was wir alles gehört haben in den letzten Wochen. Aber wie jetzt die Frage, wie geht eure Partei jetzt mit dem Bodo um? Na, wir arbeiten eng mit ihm zusammen, so wie wir das die ganze Zeit gemacht haben. Und ich will noch mal eine Geschichte zum Bodo, muss man immer weiter erzählen. Sein erster Anruf des Tages geht an die Landesvorsitzende von Thüringen, Susanne Hennig-Welso. Und da sprechen die sich ab. Also das war ja eine echte Teamarbeit von Linke und Bodo. Das muss man doch auch mal. So, danke Frau Kipping. Gerne, Ihnen noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Jetzt aber trinken, oder? Jetzt verraten Sie mir noch, von wem Sie sind. Alle Thüringer Lokalsender in einem. Sehr gut. Sehr wichtige Institution, die Lokalsender. Ja, wir haben zum Beispiel das Schnitzel der Entscheidung gesendet. Haben Sie das gesehen? Das werde ich mir ziehen. Auch bestimmt findet man das irgendwo im Netz. YouTube. Ja, dann werde ich mir das anschauen. Und das, was Sie wollen, auch abzubilden und trotzdem dabei links zu bleiben. Das ist das Entscheidende. Der linke Politik. Wer ist denn das? Holter.
Der Bildungsminister in Thüringen. Ach, das ist der Holter. Das ist der Polter. Der mecklenburgische Nörgelkopf, der also mit der Mentalität der Thüringer gut vertraut ist. Das steht doch mitten im Bild. Das ist doch gut so. Ach so, ja. Gespielt, aber da war mir klar, es sind eine Suchterin für die Linke, Ich arbeite auch, ja. Ja, was machst du? Ich betreue das hier technisch das heute, ja. Licht, Ton. So alles, so. Ich spring ins Raum und gucke, dass alles läuft und ja. Weil du hast ja im besten Haus am Platz gelernt. Richtig, so ist das, ja. In Suhl im CCS. Und das bringe ich hierher nach Erfurt, ja. Endlich mal. Ja, aber man merkt es auch gleich, es läuft noch, ne? Ist noch nichts runtergefallen. Es knallt nicht mehr und tadellos. Ne? Ja. Man hört, man versteht jedes Wort. Also man hört's. Man hört's, ja. Genau. Ja. Schön. Wer ist denn das? Da vorne? Ich glaube, der Bildungsminister. Ich glaube. Das stimmt sogar. Ja. Der heißt? Weiß ich nicht. Holter. Ja. Ja, wusste ich aber auch nicht. Hat mir der. Ja. Na ja, ne? Ja, danke für das Interview. Heute haben es zwei gewusst, dass es hier um was geht. Der eine hat schon Gold gewonnen, der andere wird vielleicht noch. Servus Batman. Hi. Servus Goldfinger. Ja, Goldfinger, auch gut passend, ja. Sag mal, ist das Arbeitskleidung oder? Na, für den besonderen Anlass natürlich die richtige Kleidung und einen Grund zum Feiern haben wir ja. Das stimmt, aber wusstest du das schon, als du vor dem Spiegel standest? Nein, aber ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass das Ergebnis auch so gut geworden ist. Batman, bei dir so? Nein, wir wussten natürlich, dass wir gewinnen. Also, logisch. Wir sind Gewinner. Ne. Superman hat es nicht gewusst. Wer ist Superman? Ramelow heißt er, glaube ich, oder? Ja, Ramelow hat vielleicht eine andere Zweitidentität. Was könnte der sein? Das wird sich vielleicht noch zeigen. Hopsa, Nase verrutscht. kurz um das aufzuklären, es gibt das Gerücht, dass sich hinter Bodo Ramelow, oder besser hinter Batman, Bodo Ramelow verbirgt. Denn haben Sie schon mal Bodo Ramelow und Batman zusammen in einem Raum gesehen? Noch nie. Ich glaube, wenn du gehst, kommt er dann, oder? Wer weiß das schon. Wir werden es ausprobieren. Wir warten noch auf ihn und das machen wir mit einer kleinen Unterbrechung in dieser unterhaltsamen Abendsendung. Melden uns dann gleich wieder nach den folgenden Einkaufshinweisen. Das Auto passend zur Fliege wählen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lottoannahmestelle. Jetzt warm anziehen. Freitag rund 65 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Damen und Herren, das war ein brenzliger Abend bis jetzt und damit herzlich willkommen zurück aus der Werbepause. Aber für Frau Maurer, die hier neben mir steht, ist es immer noch ein bisschen brenzliger Abend. Erklär mal warum. Ja, also ich bin die Jugendkandidatin der Partei auf dem Listenplatz Nummer 17. Aber ich warte noch ein bisschen ab, wie das mit den Direktkandidatinnen ist, ob ich wirklich drinne bin. Und ich gehöre eher zu den bescheidenen Personen. Ich warte tatsächlich ab, bis alles ausgezählt ist und dann fange ich an, mich zu freuen. Das heißt, du hast auch bis jetzt keinen Blumenstrauß angenommen? Nein, noch keinen. Vielleicht bringst du mir hier einen. Hast du auch keinen für mich? Ich weiß, wo welche stehen. Ah, okay. Wie fühlt sich das an? Ich bin ehrlich gesagt total aufgeregt. Also es ist auf der einen Seite, wenn es nur unsere Partei geben würde, die Linke, wäre das ein großartiger Abend, vor allen Dingen ein historischer Abend. Also wir haben unfassbar viel gegeben. Ich war mit Bodo auf Tour in ganz Thüringen und ich bin total glücklich und dankbar. Die anderen Ergebnisse stimmen natürlich ein bisschen traurig. Gerade bibbern wir noch ein bisschen, was passiert mit den Grünen, was passiert mit der FDP. Aber nur für uns, die Landesvorsitzende. Aber gerade nur für uns freuen wir uns natürlich wahnsinnig und sind einfach total ergriffen und dankbar. Ah, jetzt will ich mal genau wissen, was wäre denn deine Alternative? Ab nächstem Monat zum Beispiel Landtag oder? Ich bin Stadträtin in Erfurt bereits und das mache ich total gerne.
und dann wird es sich zeigen. Also für uns alle werden die Karten neu gemischt. Aber ich sage mal, du musst ja deinen Job aufgeben, wenn du in den Landtag gehst, ne? Genau, ich arbeite gerade für die Landesvorsitzende, also die Person, die gerade hier reingeschreit hat. Ich bin 28 und muss kein Haus abbezahlen und kein Auto, deswegen habe ich mich komplett reingestürzt. Und es gibt für mich keinen Plan B, das ist es. Und wenn es doch einen Plan B gibt, kümmere ich mich ab morgen drum. Ich drücke die Daumen. Vielen Dank. Was hast du heute schon getrunken? Ein bisschen Sekt, ein bisschen Bier, ein bisschen Wein. Also heute wirklich alles durcheinander, aber heute trinke ich vor allen Dingen mit allen Leuten mit und ja. Es war auch ein Saft dabei. Oh, jetzt wurde... Ja, was passiert ist. Ah. Ja. Da schau, 30,9. Nicht schlecht. Es bleibt also spannend. Genau. Danke erstmal. Ich danke dir. Tschüss. Schönen Abend. Schnitzel der Entscheidung. Was ich überhaupt nicht wusste, wie schön deine guck Frau mal, ist. Guck mal, guck mal. Daniel Ebert, guten Ebert. Tag. Wenn ich immer von dass wir uns Daniel Ebert rede, das ja. ist der andere. Weil ja. unser anderer Freund heißt der Dirk Ebert. Richtig. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und das ist der, der immer diese komischen Fernsehsendungen über mich macht und der die wunderbarste Karnevalsveranstaltung in Thüringen macht. Also aber den Aschardienstag. Darf ich sagen, ich hätte... Sie mich ein bisschen schlanker vorgestellt? Ich stehe falsch, es tut mir leid. Okay, gut. So müsste es gehen. Was anderes anziehen zum Kaschieren. Das hat er auch manchmal, ganz lustige genau. Sachen. Da genau. sieht er total schön aber, aus. Aber weil ihr es gerade gesagt habt, es gibt doch Geschenke. Ah, unsere nächste Verabredung. Ja, 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 ja. Wir wollen ja gemeinsam den politischen Aschermittwoch in Suhl wieder zum Erfolg bringen. Wie fühlt es sich denn heute an? Jetzt mal mit zwei Worten. Einfach. Einfach gut. Einfach gut. Und jetzt muss ich auch die Frau fragen, eher Freude, dass es nochmal 5 Jahre so bleibt, wie es ja. ist? Ja. Ja. Da brauche ich gar nicht nach oder fragen. Nein, nein. Ja, ich freue mich wirklich. Ich habe mit ihm dazu... Also, ich habe dafür gearbeitet. Hat sie wirklich, ne? Das ist so. Ja. Damit ich so aussehe, wie ich aussehe, gibt es eine kluge Frau, die einfach sagt, so kannst du nicht rausgehen. Ja, ich habe es gerade am eigenen Leib erfahren. Genau. Oder ich habe da mal ein bisschen in deinem Kleiderschrank aufgeräumt. Und ich sage dann immer, das ist doch fast neu. So, jetzt nimm dir mal ein Beispiel. Und jetzt vielen Dank. Jetzt dürft ihr noch ein bisschen feiern. Oh, oh. Ja, aber sag mal, sitzt man da wirklich da und fiebert mit, bis die ersten Zahlen kommen? Kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Ihr wisst doch da alles vorher. Es gibt Dinge, über die redet man nicht. Die finden hinter verschlossenen Türen statt. Wir sitzen da mit unserem Würfelbecher und haben dann auch, wir haben in die Wolken geschaut. Und Knöchlein geworfen. Zum Beispiel. Gott sei Dank waren wir beim Aschermittwoch. Danke. Schönen Abend noch. Damen und Herren, das war die Wahlparty der Linken in Erfurt und das war Nonsens für diese Woche. Nächste Woche hoffentlich wieder aus normalem Umfeld und nicht vergessen, der politische Aschermittwoch in Suhl kommt bestimmt am 25. Februar 2020. Sehen wir uns spätestens wieder. Tschüss. Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Jetzt warm anziehen. Freitag rund 65 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.